Was viel kommt, glaube ich, dadurch, dass ich jung bin, geht da erstmal was arbeiten. Was auch viel kommt, ist, ihr scheiß guten Menschen, dies, das. Aber auch wirklich unter der Gürtellinie, ist es Sachen, ey, du scheiß Schwuchtel. Warum ist der Deutsche Bundestag eigentlich so alt? Und wieso ist die Linke die Partei mit den durchschnittlich ältesten Bundestagsabgeordneten? Wir sind heute mitten im Bayerischen Wald und verbringen den Tag mit Marius, der für die Linke für den Bundestag kandidiert. Marius, wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt und seit 2 Jahren jetzt bei den Linken. Wie viele Leute wohnen in deinem Heimatdorf? In der Gemeinde 2.500, im Dorf 1.200. Und wirst du dann da auch so eingeladen zu so Bierzeltveranstaltungen? Oder ist da dann eher so der CSU-Kollege am Start? Schon eher der CSU-Kollege, ja. Weil das dir also auch gar nicht so viel Spaß macht oder weil die nicht auf dich zukommen würden? Ich bin da halt Einzelkämpfer im Endeffekt. Und da gibt's, was in so einem Dorf wichtig ist, das sind Vereine. Und was du da für junge Leute hast, ist die katholische Landjugend. Das ist die Jugendfeuerwehr und das ist die Junge Union. 3 Sachen, wo ich nie wirklich aktiv war. Wie stehen so deine Chancen, in den Bundestag zu kommen? Das sind nicht vorhanden. 0. Ja. Wenn man ehrlich ist, ja. Und warum machst du es trotzdem? Weil ich es wichtig finde. Generell hat man hier krasse Strukturprobleme. Es fehlen junge Leute, die die Betriebe weiterführen, die eine Ausbildung machen. Und da muss man Lösungen bieten und auch linke Lösungen. Wie war das denn bei dir konkret? Also du bist jetzt Direktkandidat, aber es gibt ja dann immer noch die Möglichkeit, über die Liste auch reinzukommen. Also ich habe auf Listenplatz 6 kandidiert. Also muss man wissen, wir haben aktuell 4 Bundestagsabgeordnete aus Bayern, alle über die Liste. Also wäre der 6er auch kein sicherer Platz oder sowas gewesen, aber halt ein Nachrücker. Auf jeden Fall ein Platz, mit dem man ein Zeichen hätte setzen können. Das hat leider nicht geklappt. Im Endeffekt hat man halt als junger Kandidat da noch nicht so das Standing, man ist noch nicht so vernetzt. Und auf welchem Platz bist du dann gelandet letztlich? Ich habe dann hinten nicht mehr kandidiert. Okay, weil du keine Lust mehr hattest, oder? Ehrlich gesagt, ich wollte auf den 6er, weil es ein geiles Zeichen gewesen wäre. Und für Listenkosmetik, dass dann noch irgendein Junge hinten draufsteht, dafür wollte ich dann meinen Namen nicht hergeben. Ja, ich hätte gerne Radler. Und für mich alkoholfreies Weizen, bitte. Dankeschön. Danke. Ja, Prost muss man hier erstmal machen. Voll Prost, ich habe schon so Durst. Warum ist es wichtig, dass gerade auch junge Leute in der Politik mitmischen? Wenn man sich anguckt, wer Donald Trump gewählt hat, vornehmlich ältere Leute, die genau das Gleiche beim Brexit. Im Grunde passiert momentan häufig, dass uns jungen Menschen von älteren Leuten die Zukunft verbaut wird, weil die sich irgendwie zurücksehnen nach dem, wie es früher war, nach der heilen Welt. Bei der Linken ist es ja auch so, die ist die älteste Fraktion im Bundestag. Das stimmt. Woran liegt das? Das hat verschiedene Gründe. Natürlich muss man jetzt hier die Geschichte Ost-West betrachten. Die Leute, die im Westen damals die BASG mitgegründet haben, waren vornehmlich Leute, die schon lange in der SPD waren. Und im Osten natürlich die Geschichte SED, PDS. Auch da viele ältere Leute. Aber die PDS hat da schon wahnsinnig viel vorgearbeitet im Endeffekt, hat junge Themen besetzt. Das ist im Westen noch nicht so ganz passiert. Aber der Zusammenschluss ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also da hätte man es ja auch schaffen können, noch mehr junge Leute einfach zu mobilisieren. Ja, das sehe ich genauso. Das hätte man machen müssen. Wie ist es, wenn du in Berlin bei Treffen deiner Partei sitzt und dann was vom Bayerischen Wald erzählst? Also wie reagieren die da drauf? Ja, sie meinen immer, ich bin ein wandelndes Klischee, ich da mit meiner Leberkäste mir ankomme und so. Aber die Realitäten sind schon sehr verschieden. Berlin ist eine wahnsinnig arme Stadt im Endeffekt, mit wahnsinnig viel Arbeitslosigkeit, wahnsinnig viel Kinderarmut. Hier haben wir vielmehr das Problem, dass die Leute fehlen, die Arbeitsplätze, die da sind. Und wenn wir wollen, dass die Menschen auf dem Land auch leben, und das muss ja das Ziel sein, dass Leben in der Stadt genauso lebenswert ist wie auf dem Land, dann muss man dafür sorgen, dass es eine vernünftige Infrastruktur gibt. Das fängt an bei Pflege und bei Gesundheit und das hört auf bei einem vernünftigen DSL-Ausbau. Also, und das ist jetzt die Stadt in deinem Wahlkreis? Genau, die größte Stadt. Die größte Stadt in deinem Wahlkreis. Aber du wohnst hier jetzt gar nicht mehr fest, oder? Also ich arbeite und studiere in Berlin.
aber ich bin relativ oft da und so. Ich muss sagen, das erste halbe Jahr, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, war ich eigentlich gar nicht mehr hier. Aber dann habe ich beschlossen, dass ich mich politisch wieder hier engagiere, eben weil ich gesehen habe, hier fehlt an Leuten massiv und hier ist wahnsinnig viel zu tun. Und ist es, wenn du jetzt hier in deinem Wahlkreis unterwegs bist, auch irgendwie schwierig zu sagen, ja, ich bin von den Linken, aber ich vertrete jetzt nicht alle Positionen von denen, sondern ich habe auch meine eigene Meinung? Ich glaube, es ist halt auch eine große Chance, weil ich glaube, die Partei verändert sich momentan ziemlich. Und gerade Leute wie Sarah Wagenknecht haben eine Strahlkraft weit über die Partei hinaus. Und wo auch Leute, die eigentlich keine Linken wählen, sagen, klingt eigentlich ganz vernünftig, was ihr da macht. Aber finden Sie dann die Linke gut oder finden Sie dann Sarah Wagenknecht gut, wenn sie vielleicht auch mal über das Flüchtlingsthema spricht und da eher so einen populistischeren Ton anschlägt? Ja, ich glaube, was Sarah Wagenknecht ganz gut macht, ist, sie schafft das, was wenige Politiker schaffen, nämlich komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären und runterzubrechen. Und im Endeffekt muss man auch sehen, sie hat im Gegensatz zu vielen Grünen und vielen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer gegen Asylrechtsverschärfungen gestimmt und ist da schon klar auf Parteilinie. Nur bei manchen Aussagen, da wurde sie zurechtgestutzt und das auch zu Recht. Bekommst du auch öfter mal fiese Kommentare? Man kriegt schon viel Hass auch ab. Was kommt da so? Alle möglichen Beschimpfungen. Was viel kommt, glaube ich, dadurch, dass ich jung bin, geht da erstmal was arbeiten. Was auch viel kommt, ist, ihr scheiß Gutmenschen, dies, das. Aber auch wirklich unter der Gürtellinie so Sachen, ey, du scheiß Schwuchtel. Was mir mehr Sorge macht, ist, wenn dann tatsächlich eine Postkarte von Nazis kommt oder ein Drohbrief. Das sind dann Sachen, da macht man sich dann schon eher mehr Gedanken. Was stand da drin? Also ich habe einmal letztes Jahr zum Hitlergeburtstag hat so eine Nazi-Partei Postkarten verschickt, wo Antifaschisten aufgefordert wurden, doch mit den Geflüchteten dorthin zu gehen, wo sie herkommen, wenn man die doch so gern mag. Und man konnte dann ankreuzen, ob man den Seeweg, den Landweg oder mit dem Flugzeug nach Afrika geht. Und Flugzeug würde extra kosten. Und aktuell versucht so ein Stadtrat aus Olpe, meine ich, diesen Gutschein einzuklagen. Mhm. Und wenn der durchginge, dann könnte ich auch eine Fahrt nach Afrika einklagen. Wenn du Chef der Linken wärst, was würdest du verändern? Im Grunde würde ich versuchen, die Partei, so gut es geht, aufzustellen. Eine weltgewandte Linke, die wirklich sich mit den Themen des 21. Jahrhunderts beschäftigt und die nicht verhaftet ist irgendwie in so einem kalten Kriegsdenken von vor 50 Jahren, was zum Teil leider noch der Fall ist. Die Frage, die wir allen Leuten stellen, ist, was ist eigentlich los mit dir, Deutschland? Oh nein, eine Deutschlandfahne. Darf ich das Gelb wegmachen? Ich glaube, mittlerweile haben auch die meisten Menschen in Deutschland erkannt, dass wir was gegen den Rechtsruck in Deutschland und Europa und auf der ganzen Welt machen müssen. Und dass die sozialen, gesellschaftlichen Errungenschaften der letzten 50 Jahre verteidigt werden müssen. Und dass man dafür was machen muss. Das nächste Mal eine Europafahne. Das nächste Mal willst du eine Europafahne? Ja, bitte. Wieso wolltest du die jetzt nicht anfassen? Ich stehe nicht so auf Nationalfahnen und auf die deutsche, in Anbetracht unserer Geschichte schon gar nicht. Danke. Bitte. Außerdem hier in Bayern. So mit einer Bayern-Fahne kämen die Leute klar, aber... Hättest du jetzt eine Bayern-Flagge genommen? Nee, auch nicht. Das ist ja noch kleiner, noch schlimmer. Okay. Die Linke hat zwar die ältesten Bundestagsabgeordneten, aber die anderen Fraktionen sind nur ein bisschen jünger. Und wie es bei diesen Parteien mit dem Nachwuchs aussieht, das haben wir uns natürlich auch genauer angeschaut in anderen Folgen von Was ist eigentlich los mit dir, Deutschland?